Ja, hallo meine Lieben und zurück bei Tschernobylite am Tag 5 bei Das Auge Moskaus Nachmittag. Und wir versuchen immer noch. Ja, ein AK haben wir gefunden, das ist toll. Aber wir versuchen immer noch hier hinzukommen. Andenken an die Vergangenheit. Und ich weiß nicht, was ich da tun soll. Eigentlich war ja das Treffen mit Tarakan oder wie der hieß, das Ziel. Aber das habe ich schon wieder komplett außer Acht gelassen. Weil ich den irgendwie gar nicht finden kann. Und zumindest ich wahrscheinlich das hier vorher noch getan haben muss. Um weiterzukommen. Aber ihr könnt ja selber mal gucken. Vielleicht habt ihr eine Idee. Vielleicht fällt euch noch was ein. Wenn ich das jetzt nicht hinkriege, dann werde ich die Mission hier abbrechen. Und dann habe ich es halt verkackt. Es wäre jetzt hier in diesem Gebäude und ich weiß nicht, wie ich da verflucht nochmal rankommen soll. Die einzige Möglichkeit, die mir. Habe ich jetzt da was gehört? Oder habe ich mich verhört? Okay, hier geht's nicht weiter. Also der einzige Punkt, der mir was sagt, wo es sein könnte, ist da unten drin mit dem Tschernobylit, wo ich leider nicht rankomme. Hier funkelt was. Wir haben eine verwanzte Spieluhr gefunden in der letzten Folge und. Aber hier komme ich leider nicht weiter. Ich bin in der Nähe, das weiß ich. Es muss hier irgendwo sein. Hier wird auch wieder gespeichert, aber es. Ich kann ja nirgendwo hier hoch. Ich stehe jetzt wahrscheinlich genau an dem. Na, nicht ganz. Hier drüben. Da komme ich ja gar nicht hin. Ich kann dann. Ist nichts. Ich kann auch nirgendwo hier leider klettern oder irgendwie. Die Tür hier kann ich nicht öffnen. Und somit. Ja, die würde wahrscheinlich auch eh nur nach draußen. Hä? Nee. Das ist genau da drin in dieser Tür. Wieso geht die Tür nicht auf? Wieso kann ich die nicht aufmachen? Dann ist es hier. Hier ist aber nix. Verflucht! Mann, die wollen mich doch ärgern, aber so richtig, das gibt's doch nicht. Da hoch komme ich nicht, wo das sein soll. Mein nächstes Ziel. Und an dem Gebäude kann man nirgendwo irgendwie hochklettern, da ist nichts. Ich werde dann diese Mission leider verkacken. Hier kann man nirgendwo hochklettern. Das ist. Ich komme da nicht ran. Ich komme einfach nicht da ran. Das ist doch nervig. Echt nass. Mann, ey. Ja, ist ja gut. Ich verstrahle mich immer mehr hier. Man findet halt auch keine Pilze und nüscht. Tja, was machen wir jetzt? Das bringt ja nichts. Sinnlos hier durch die Gegend rennen und eine Mission zu versuchen, die ich nicht lösen kann. Das ist doch.
gar nicht da hoch. Ich höre hier Schritte. Hier läuft was rum. Das ist wieder so ein ekliges Scheißvieh. Oh Mann, das stampft aber ganz... Scheiße! Oh Mann, ey. Mit dem letzten Schuss. Ey, das ist doch nervig und dafür kriege ich nicht viel. Ein Fuchs, jetzt haben wir nur noch eine Pistole. Scheiße, echt. Oh Mann, diese Scheißviecher. War hier dieses Gasproblem damals? Oh Mann, ey, jetzt habe ich so ein Teil da getötet und habe dafür einen Haufen Mumpeln wieder weggeknallt. Das ist jetzt ärgerlich. Da kommen wir nicht raus, da kommen wir nicht rein. Mann. Und vor allem gibt es auch nichts zu holen. Das war total sinnfrei jetzt, das Ding da umzunieten. Wäre ich lieber... Oh, nee, echt. Ich werde jetzt diese Mission hier beenden. Das hat keinen Wert. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Dann ist es eben ein Fehlschlag. Ja, dann ist es so. Ja, liegst du rum hier, hässliches grünes Ding. Mach die nicht andauernd zugleich. Wenigstens Elektronikteile gefunden nochmal. Nicht schon die ganze Mission für Kacke. Ja, da waren wir gerade. Ja, wie gesagt, ich komme hier nicht rein, weil ich wahrscheinlich das Tschernobylit brauche, um da überhaupt hinzukommen. Andenken an die Vergangenheit. Ich werde es nicht holen können. Ich kann hier tun, was ich will. Ich wurde von einem seltsamen Mann kontaktiert, der anscheinend mehr weiß, als er sollte. Er schlägt ein persönliches Treffen irgendwo in der Nähe des Auges von Moskau vor. Warum er sich treffen will, hat er nicht gesagt. Ja, aber wie soll ich denn das machen? Hier ist nichts. Jetzt gehen wir halt nochmal dahin, in die Richtung Auge Moskau. In der Hoffnung, dass mir nicht jetzt gerade der NHA wieder direkt vor die Flinte laufen. Ja, da ist der Evgeni, hier speichert er das Spiel. Da ist das Auge Moskaus. Aber wie ihr sehen könnt, ist hier niemand. Also entweder ist das ein Spielbug. Ja, 22 Millisievert. Also ich will mich ja nicht gleich total verbrutzeln hier.
Hier war auch mal so ein Scheißvieh drin. Ist wahrscheinlich noch. Tja. Ja, verseuche ich dich nur immer mehr, echt. Mann, das ist... Ich gehe da jetzt nochmal hin und dann beende ich das Spiel da. Dann ist die Mission eben fehlgeschlagen. Ist mir egal. Ich kann es nicht ändern. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was ich da noch machen soll. Ich komme an das... an diesen einen Typen oder an diesen Punkt hier nicht heran. Ich bin ja schon fast da. Aber hier hoch komme ich nicht. Das geht einfach nicht. Ist nicht gewollt. Und irgendwo hier nach unten gehen, das geht auch nicht scheinbar, oder? Die Tür geht nicht auf. Die auch nicht. Hier war damals der komische Wackelbärt, der sich dann erschossen hat. Ja, und hier werde ich wohl rein sollen. Aber ich kann das leider nicht herstellen, was ich dafür brauche. Und somit werden wir die Mission jetzt hier beenden. Das ist mir jetzt echt langsam egal. Ich weiß auch nicht, was er hier oben, da oben. Schaut euch das mal, was soll das? Was soll ich denn da finden? Da komme ich doch nie hin. Wie kommt man denn an diesen Punkt da oben? Bitte. Was habe ich bei dem Scheiß gedacht? Kann ja nur Spielfehler sein. Da oben. Wie? Ah. Das ist überall Stacheldraht, da kann ich nicht hinlaufen. Ja, okay. In dem Sinne, Mission gescheitert, mir egal, wir gehen jetzt heim. Und wehe, die haben nichts mitgebracht, die anderen. So ein Scheiß. Das ärgert mich aber richtig gerade, echt. Ja, ist mir egal. Ist eben fehlgeschlagen. Pisser. Aber wenigstens mal Brot mitgebracht gekriegt. Tasche 4,8. Ja, die sind zufrieden, weil die Mission erfolgreich war. Alles gut. 4,8. Wir nehmen eine normale Essensration jetzt an. Annehmen. Ja. Tja, das haben wir wohl jetzt irgendwie verrissen. Ja, und wir können auch wieder keine neue Mission machen. Das ist Überfalltafel. Wir sind da schon ein paar mehr drauf. Lass mich in Ruhe, wenn ich jetzt geschlafen habe. Ich will mal eine Mission machen, wo ich einfach nur sammeln kann und wieder ausbauen kann hier. So ein Mist. Muss ich das vielleicht länger stehen lassen, damit sich das lohnt hier? Die Ernterei. Ja, wir stellen jetzt mal so ein Ding her hier. Das brauchen wir ja sowieso wieder. Nochmal zwei Stück. Aber wenn ich dann nur Chernobylit herkriege, dann macht das ja auch keinen Sinn.
Ich könnte eine Rüstung herstellen. Eine einfache Rüstung. Ach, was hast du denn eigentlich für einen Knarre gehabt? Wie Kai. Hey, Professor. Want to hear a funny story? I don't have a choice, right? You know, the first time I saw you, I said to myself, that guy must be a load of fun at parties. Okay, check this out. My uncle Misha used to go to Ozersk to buy large quantities of alcohol and chocolate from the staff of Mayak Nuclear Power Plant. This was in the 50s. Ah, what a strange time that was. Woo! If you were working on a fucking A-bomb, you had your pick of all the delicacies denied to the rest of our motherland. What can I tell you? I don't approve of that kind of system, but I guess they needed to keep the scientists happy. Word has it was easier for those guys to get brandy than carrots. So they started to trade with the villages nearby. So, Misha. For God's sake, I haven't got time for this. Wait. This is gonna be good, I promise. So, Uncle Misha made contact with one of the Mayak workers. Nice girl. She snuck through a hole in the barbed wire fence to meet up with him. For a moment, Misha thought maybe they were gonna have a, you know, romantic encounter. A little tit-on-tit or something. You mean, tete-a-tete? What did I just say? Anyway, as soon as she sees Misha, she pulls a gun on him. What? I know, right? And she's like, relinquish all your potatoes and carrots or I'll shoot! But Misha didn't scare easily. And he was also quite a charmer. So, he tipped his hat and replied, for a kiss from your lips, I'll get you all the potatoes in the world, my fair lady. Okay. That's quite a story, Mikhail. What happened to this Casanova uncle of yours? Oh, he was executed for speculation and whatnot. Barry didn't like how lax security had gotten, so he had a dozen guys lined up and shot as an example. Too bad. Oh, sounds yeah. Like a colorful character. That's the way the shit cookie crumbles. But he had a great fucking life, and that's what I'm going to remember. Ja, ist immer noch schlechter Beziehungsstatus mit ihm. Want to trade? Just make it fucking quick, will ya? Ja, ist immer noch pissig. Er hat eine Schrotflinte, wir könnten ihm aber auch eine AK geben, was wäre besser? Die Wahrnehmung würde bei ihm steigen. Aber der Kampf und das Geschick geht runter. Tja, schwierig. Was wollten wir denn eigentlich überhaupt noch bauen? Ah, das haben wir alle schon. Eine Waffenbank. Da können wir Waffen herstellen. Hier werden Waffen, Patronen und Verbesserungen hergestellt. Ja, Patronen ist ja natürlich auch. Das ist auch so ein Riesenproblem, was wir haben. Mechanikteile, das wäre jetzt eine hydraulische Presse für Revolvermunition, Schrotpatronen, Gewehrpatronen. Okay. Nimmt aber auch wieder. Komfort der Basis geht wieder krachen. Elektrische Drechselbank. Da können wir Knarren herstellen. Der Armbrust, die habe ich noch gar nicht gefunden. Was ist denn das? Ein Teilchenbeschleuniger. Plasmawerfer, Molekal. Ach du grüne Railgun, Flüssigkeitkugeln. Was? Also ich wäre dafür, wir machen erstmal wenigstens eine hydraulische Presse, dass wir Mumpeln machen können. Wir brauchen den Komfort der Basis, brauchen wir dann nochmal höher ein bisschen. Tja.
Wo quetschen wir dich denn dazwischen? Hier. Ich hätte gerne eine Schrotpatrone. Da machen wir jetzt mal ein paar mehr hier, dass ich mal ein bisschen reagieren kann, wenn dieser scheiß schwarze Stalker wiederkommt. So, die AK, die brauchen wir jetzt eigentlich noch nicht. Die räumen wir in den Schrank. Können wir da aufheben? Die Schrotflinte behalten wir, das ist klar. Ja, Fresserei und Brot und den ganzen Kack. Raus damit, raus damit, raus damit mit den Pilzen. Antistrahlungsgedöns? Was war doch Antistrahlungsgedöns, ne? Ja, ja. Davon behalten wir mal zwei. Und packen eins weg. Ah, das ist... Mann! Es ist schwierig. Chemikalien brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. Brennbaren Kack. Die Filter. Da nehmen wir uns fünf mit. Auf die nächste Mission annehmen. So, jetzt haben wir Heilungsgedöns. Behalte ich erstmal bei mir, um mich zu heilen. Revolver haben wir noch vier. Da ist gar nichts mehr, ey. So, Schrotmumpeln. Jetzt haben wir ein bisschen was für einen Revolver zum Reagieren noch und Schrot. Eigentlich ist ja Schrot hauptsächlich, was ich mitnehmen müsste. Wie viele Dietrich haben wir denn noch? Haben wir gar nicht gebraucht. Sechs. Da kommen ein Baumer. So, der Komfort der Basis ist im Keller. Was können wir denn da machen, dass es besser wird? Das Wohlbefinden der Gefährten. Ein Fernseher, hm? Zieht Energie ab. 160, 130, 200. Der Farbfernseher. Was ist denn das? Eine Spielstation haben wir doch schon gebaut. Ach, da kann man noch eine bauen, eine kleine. Was ist denn das? Ein Tschernobylit, was? Erinnerungskatalysator. Wenn du deine Erinnerungen in modernster Prototyp VR erleben willst, ist dies deine Chance. Nimmt aber ganz schön viel Strom weg, ne? Wir kriegen jetzt einen Farbfernseher hergestellt. Wo stellen wir den denn hin? Ja, komm hier einfach so ins... Ja, ins Eck ist ein bisschen doof. Das ist sehr bescheuert. Dann heben wir den jetzt mal auf. Das war er, ne? Und stellen den hier hin.
So, da könnt ihr jetzt ein bisschen Fernsehen gucken beim Grillen. Nein, du sollst doch keinen zweiten bauen. Was machst du denn? Nein, du sollst den anderen aufheben. Da war ich im falschen Menü, verdammt. Das Ding nimmt mir einen Haufen Strom weg, Junge. Tee, wir schrotten. Heb den jetzt auf, ja. Das gibt's ja nicht. Ich wollte den umstellen. So. Basiskomfort wieder aufgebracht, nach oben gepusht. Schlafstelle haben wir auch keine mehr übrig. Vielleicht ging deswegen die Mission nicht. Spiel wird gespeichert. Hm. Ja, was können wir denn noch machen? Wir können mit Igor sprechen, mit Olivier sprechen. What's up, Dante? What did you call me? I was thinking about this book I read once, The Divine Comedy. When it suddenly struck me how much you resemble the main character, Dante. Yeah? You know, descending into hell to find his beloved and all that. I'm impressed, Olivier. I didn't realize you were so well read. I studied classical literature at the Royal Military College of Canada. And my father was especially keen on Shakespeare. Cry havoc and let slip the dogs of war! God, did that get old. I knew there was more to you than a soldier for hire, Olivier. I guess I'm full of surprises. Just like you. Neutral, ja. Ein Stück voller Überraschung, genau wie ich. Na, ich bin gespannt. So. Können wir denn eine bessere Rüstungsstation bauen? Oder bauen wir überhaupt erstmal nur eine Rüstung für den Igor? Für den... Macht das Sinn? Industrieofen, was kann der? Produziert taktische Rüstung, schwere Rüstung und Keramikplatte. Hm. Ich könnte ihn nicht bauen. Chemikalien. Verflixt, Junge. Na komm. So, ich will mal gucken, was der überhaupt hat. Was hat denn der für einen Schutz? The fuck you want? Ja. Want to trade? Just make it fucking quick. Geschick, Wahrnehmung, Intelligenz, aber die Resistenz ist ja schon bei 9 bei dem. Die Intelligenz ist nicht wirklich hoch. Schutz 3. Schutz 1. Oh, Leute, was machen wir denn? Was gebe ich denn dem jetzt für eine? Der Olli hat so eine. So eine habe ich. Im Moment noch. Ja, der kriegt auch eine einfache Rüstung. Fertig. So, hier, komm. What the fuck you want? Want to trade? Just make it fucking... Ja. Hol dich rum. Kriegst ein Geschenk. Das bist auf jeden Fall besser geschützt. Schrofflinder ist auch schon. Hm. Ja, und in der Basis sieht's halt,
Und vor der Basis 170, das, wir sind schon noch gut dabei, aber eine Schlafstelle, eine neue, könnte man vielleicht auch noch bauen, falls hier... Vielleicht ging die Mission deswegen nicht. Wir gucken mal, ob wir ein Bett bauen können. Was ist denn das? Ein Tschernobylit-Drohnen. Der macht den Komfort höher. Wo sind denn Betten? Hier oder wie? Igors Tasche. Hä, wo konnte ich denn Betten bauen? Muss ich das an der Werkbank machen? Werkstation herstellen. F. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Wo habe ich denn die Betten gemacht? War das hier? Nee, das war, das musste ich bauen. Schlafstellen hier, okay. Vier Kräuter, zwei Pilze. Mechanikteile. War so ein komisches Sofa jetzt hier noch zum Pennen. So. Jetzt sind wir auf jeden Fall vorbereitet, wenn jetzt hier noch einer kommt. Ja, und hat er jetzt gespeichert? Ich weiß gar nicht. Ich laufe mal ein bisschen näher hier. Irgendwo wird er schon wieder speichern. Wie sieht es denn bei mir überhaupt aus? In meinem Kadaver. Spiel wird gespeichert. Ja gut, dann nutzen wir das jetzt. Meine Lieben, ich würde sagen, für die Folge nicht ereignisreich, ich weiß, in der nächsten Folge werden wir schlafen. Und wenn wir geschlafen haben, dann die nächste Mission gucken und hoffen, dass nicht wieder irgendwas über den Äther gequasselt wird, was ich dann unbedingt machen soll. Das nervt mich ein bisschen, dass du so extrem getrieben wirst. Ich würde hier gerne ein bisschen rumlaufen, erkunden und die Basis auf Vordermann bringen bis zum geht nicht mehr. Und draußen solche Dinge aufstellen, wenn ich das dann rausgekriegt habe, wie das funktioniert. Im Moment ist das ein bisschen, ja, ich bin immer noch erschlagen. Ich finde es schade, dass die Mission nicht geklappt hat. Naja, egal. Aber wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und vielleicht ein Abo, dass ihr dran bleibt. Nächste Folge wird wieder spannender, da geht's auf die nächste Mission. Haut rein, habt einen schönen Abend und wie immer auf dem Kanal. Tschö mit Ö.